Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Auf Nachfrage eines Mitglieds des Spiritscapes Forum zum Violet Ray Gerät oder Violetter Strahlgerät, was vor kurzem von Transinformation in einem Artikel erwähnt wurde, hier der Artikel aus dem Jahr 2015. Das Violet Ray Gerät, veröffentlicht am 22. Januar 2015 auf transinformation.net. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Hier möchten wir kurz das Violet Ray Gerät vorstellen, das von Cobra in seinem Beitrag zum Link Schutz bezüglich der Wiederherstellung unserer Energien vorgeschlagen wurde, zur Entfernung des negativen Plasmas aus dem Energiekörper. Nikola Tesla, ein brillanter und visionärer Erfinder, gilt als der Vater der Skalar- und Nullpunkttechnologie und des Tesla-Transformators, einer Technologie, die in den Violet-Ray-Geräten Anwendung finden. Diese Geräte strahlen statische Elektrizität mit hoher Frequenz und niedriger Feldstärke aus. Edgar Cayce, 1877 bis 1945, ein Zeitgenosse von Nikola Tesla, empfahl den Einsatz der violetten Strahlen in fast 900 seiner Lesungen. Die Namensbezeichnung des Gerätes entstand durch das ultraviolette Licht und die so entstandene Farbe in den Glasröhren, die als Behandlungsaufsätze fungieren. Nikola Tesla war das große Genie, das beobachtete, dass Hochfrequenzstrom wichtige Auswirkungen auf die Gesundheit hatte. Im Jahr 1892 traf er sich mit Paul Odin in Paris, wo sie über Möglichkeiten zum Aufbau therapeutischer Hochfrequenz-Oszillatoren diskutierten. Monate später produzierte Andin das erste Gerät, das als Violet Ray violetter Strahl bekannt wurde. Paul Andin begann mit Hauterkrankungen zu experimentieren und stellte fest, dass Akne, Ekzeme und Schuppenflechte leicht mit dem neuen Gerät behandelt werden konnten. Nach ein paar Behandlungen würden die Flecken auf der Haut beginnen zu zerbrechen und innerhalb 2 bis 3 Monaten komplett zu verschwinden. Wenn die Geräte dazu verwendet wurden, um Warzen oder Hautkrebs aufzulösen, wurden die Anomalien oft innerhalb weniger Wochen entfernt. Der violette Strahl beseitigte zahlreiche Schmerzen und oft ist es fast ein Wunder. Die technische Wirkungsweise lässt sich unter anderem hier nachlesen. Link zur Seite mit Informationen zum violetten Strahlgerät. Bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde das Gerät von zahlreichen Menschen angewendet, bis es 1952 wegen angeblich fehlender Wirksamkeit verboten wurde, offensichtlich von der Medizinlobby. In den Geräten, die heutzutage gekauft werden können, wird in der Bedienungsanleitung nur grob auf die Anwendung zu kosmetischen Zwecken verwiesen. In Vergleichen wurde festgestellt, dass all die alten Bedienungsanweisungen zutreffender und umfangreicher sind. Sie können hier eingesehen werden. Link zu den Gebrauchsanleitungen. Üblicherweise wurde die Nutzung jedoch für unzählige Zwecke vorgeschlagen. Alle uns geläufigen Krankheiten an der Haut, allgemeine Verbesserung der Blutzirkulation, für die Beseitigung von Schmerzen und zur Wundheilung, neurologische Erkrankungen, Probleme der Atemwege, hier ist eine ausführliche Aufzählung. Link zu der oben genannten Seite. Hauptwirkungen und Erklärungshypothesen sind hier nachzulesen. Link zu Gesundheitswirkungen. Hier könnt ihr euch ansehen, wie jemand solch ein altes Gerät ausprobiert hat, von dem er noch nicht wusste, wozu es genutzt wird. Für die alltägliche Anwendung wird in den Anleitungen beschrieben, dass der Glaskolben zuerst auf die Haut aufzusetzen ist, bevor das Gerät angeschaltet wird, um die Empfindung von prickelnden Stichen auf der Haut zu vermeiden und gleich in den Genuss der nutzbringenden Wärme zu kommen. Das angesprochene Video ist als Infokarte verlinkt. Die Lebenskraft wird nicht im Menschen eingeschlossen, sondern strahlt in und um ihn wie eine leuchtende Kugel.
Es ist eine strahlende Essenz und in diesem semimateriellen Strahlen erzeugt die Fantasie des Menschen gesunde oder ungesunde Wirkungen. Von diesen unsichtbaren Ursachen von Krankheiten weiß die Volksmedizin so gut wie nichts. Menschen, die ohne die Kraft der geistigen Wahrnehmung sind, sind nicht in der Lage, die Existenz von etwas, das von außerhalb nicht zu sehen ist, zu erkennen. Es gibt einige, die so viel gelernt haben, dass es ihr Lernen jenseits ihres gesunden Menschenverstandes gelangte. Die Medizin kann durch Lernen erworben werden, aber medizinische Weisheit ist das Geschenk der Quelle. Paracelsus, 1493 bis 1541. Vielleicht gibt es unter euch ja schon Erfahrene im Umgang und der Anwendung der Geräte. Der Beitrag wurde zusammengestellt aus der Quelle altered-states.net/barry/newsletter510. Zahlreiche Beschreibungen in Deutsch finden sich hier. Link hier wird wieder auf die oben genannte Seite verwiesen. In dem letzten Beitrag von Transinformation, in dem dieses Gerät angesprochen wurde, wurde darauf hingewiesen, falls man Informationen zu dem Violet Ray bzw. violetten Strahlgerät haben möchte, soll man sich per Mail an Transinformation wenden. Und nicht vergessen, Spiritscape ist nicht kostenlos. Es geht um einen Energieausgleich. Wir arbeiten in einem Team von mindestens 7 Menschen täglich an der Umsetzung von Hörvideos, damit die erwachten Menschen, so gut es uns möglich ist, informiert werden. Wir machen dies nun schon seit einem Jahr und haben bisher über 1200 Videos hochgeladen. Und kurz bevor einigen von uns die Puste, unter anderem auch mir, ausgegangen ist, habe ich gehandelt und verstanden, dass wir, um weitermachen zu können, auch die finanziellen Mittel dazu benötigen. Vielen Dank dafür.